Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Winter 3. Im letzten Part haben wir ein bisschen auf andere Planeten geguckt, haben allerdings auch ein bisschen Holz gefarmt, ein bisschen, und naja, ein bisschen unser altes Haus eben erweitert, aber halt nur ein kleines bisschen, wie eben tausendmal gesagt. Und in diesem Part versuchen wir, diesen einen Planeten wieder zu erreichen. Yo! What the hell? Kommt der Sack her? Der hat da schon richtig gewartet, so richtig auf Pedo-Style. Aber um euch schnell zu zeigen, was alles geplant ist, weil, keine Ahnung, kann nützlich sein oder auch nicht. Und zwar hier sollten die Treppen hochgehen. Hier sollte dann dahinter den Treppen aber auch einen Weg in den Keller geben, wo das Lager ist. Hier soll das Badezimmer sein und hier die Toilette und hier eben ein Wohnzimmer und ein Esszimmer. Im nächsten Stock darüber soll dann sowas wie Schlafzimmer und so weiter sein. Ein weiteres Bad für oben, keine Ahnung, vielleicht doch nicht. Und irgend so eine Spaßraum. Im Sinne von, dort können irgendwelche Dudes zusammensitzen und, was weiß ich, Bier trinken oder, keine Ahnung. Denkt euch was aus. Auf jeden Fall werde ich diese Nacht jetzt noch hier verbringen und werde dann sofort zu dem nächsten Planeten gehen, der voll mit Bäumen ist. Um so richtig geil an Holz zu kommen. Habe ich irgendwie die ganze Zeit Schleime gehört und ich habe die Vermutung, irgendwo hier unten werden tausende Schleime rumhüpfen und mir dann wahrscheinlich den Schlaf deaktivieren. Zumindest habe ich, wie gesagt, die Vermutung. Es scheint anscheinend doch nicht so sein, wie ich es gedacht habe. Okay, schade. Dann werde ich wohl normal schlafen können, hoffentlich. Ja. Diese Sound. So ein richtiger Accept This Sound. Ja. Oh. Das war weird. Der Schnee hat mich rutschen lassen. Ein bisschen. Aber wir klettern wieder den Berg hoch da und werden dann uns wieder ein paar nette Bäumchen mitnehmen. Weil wir lustig sind. Gott, wieso hat dir das wehgetan? Du bist so ein Weichei. Hält nichts aus. Hier übrigens viel zu weit weg. Und ich bräuchte bald ein neue Elytra. Ich Hallo, auswechseln, auswechseln. Nimm es in die Hand und wechsel es aus. Gott, dass das so kompliziert gemacht werden muss. Einfach nur Objekte in seine Inventar legen. Hardest Arbeit ever, EU West. Gut, jetzt gehen wir Sachen fällen. Und rodeln anscheinend den ganzen Urwald hier. Weil wir lustig sind. Weil es geht. Und wenn was geht, sollten wir es natürlich machen. Schließlich brauchen wir es ja für uns unsere schöne Wohnung. Das dort oben ist eh nur
fucking Pflanzen. Imagine Pflanzen. Und ich würde sagen, schauen wir uns mal diesen Baum hier an, weil der scheint die Big Mama unter den Bäumen zu sein. Wenn wir den abbauen, haben wir einiges an Holz. Dann begehen wir wieder Selbstmord und werden dann mit diesem neu gegatherten Holz unsere Wohnung weiterbauen. Es ist wirklich ein schönes Gefühl, viel Bäume zu haben. Also wirklich sowas von. Ja, und wir haben schon einen Stack. Ist krass. Wie schnell das vergeht. Ja, und das Haus ist bald abgebaut. Das Haus? Ich kann nicht mal reden. Oh, und wir haben die Spitze erreicht. Der random Shit hier mal abbauen. Oh weh. Okay, das war zum Glück kein Problem. Sollte es auch nicht sein. Gut, ein paar Saplings mitnehmen. Weil wir es halt können. Es sind da Bienen. Oder was ist das für ein Wesen? Ach so, das ist ein Papagei. Oder sowas. Gut, sorgen wir noch einen großen Baum. Den hier zum Beispiel. Und ich glaube, ich habe gerade es vergaxet. Gut. Wieder Problem gelöst. Nein! Fällst nicht runter, du elendiger Spast. Wir bauen diesen Baum jetzt ab, ob du willst oder nicht. Ich glaube, irgendwann werde ich sie auch nachsetzen, aber im Moment bin ich gerade zu faul dafür. Außerdem gibt es hier unendlich Bäume fast. Also war wen interessiert's? Wir melden schon mal Mist für die Natur. Aha, aha, aha. Hier scheint Holz zu sein. Scheint irgendwie überall Holz zu sein, wo ich hinsehe. Warum wohl? Hm, gute Frage. Warum ist das Holz jetzt weg? Hä? Es war doch gerade da. Ach, da. Gott. Versteckt sich auch noch vor mir, der Spast. Du brauchst nichts vor mir verstecken. Bring dich nur um. Keine Sorge. Gott. Hör auf, Scheiße zu machen. Mach einfach den Job, den du tun sollst. Dann entlasse ich dich auch als Sklaven. Gut. Das ist eigentlich voll viel Holz. Scheiße, ist das viel Holz. Ach du Scheiße. Was ist das für eine Art von Stein? Ich schätze, da hilft nur ausprobieren. Oh, wir haben genau 3 Stacks hier erhalten. So richtig haargenau 3 Stacks waren. Wow. Wo bin ich hier reingekommen? Hä?
Das war komplett unabsichtlich. Habe ich eine Secret Area hier gefunden oder was? Lol. Was ist das? Geil. Was ist denn hier alles drin? Hier muss doch sicher eine Secret Chest sein. Das kann gar nicht anders sein. Jupp. Stuff, den niemand anders gefunden hat. Aus welchem Grund wohl? Wenn es gar keine Möglichkeit gibt, den Scheiß zu finden. Aber hey, Eisenspitzhacke einfach geschenkt. Dankeschön. Nett von dir, Spiel. Ist was auch eine Genius-Idee wäre, erstmal die ganzen Kisten mitzunehmen selbst. Damit habe ich viel größeren Stauraum. Jo, den Ort würde niemand anders finden, außer ich. Hier ist ein Spender. Das ist ein Hopper. Soll uns ja eine Tankstelle darstellen. Oh, und Servus, wie geht's uns, du Spast? Au, Hilfe! Helfen Sie mir! Ich bin in Gefahr! Hallo, verletzt sie! Okay. So, und jetzt genießen wir nur noch das Chaos und... Das ist geil. Was wollen sie alle, hä? Nichts können sie. Gar nichts. Aber wo waren wir? Wo sind wir hergekommen? Ich bin dumm. Dumm wie Brot. Schon wieder eines dieser mysteriösen Dinger, die fliegen können. Also kein Wunder, dass die Sachen spawnen so scheiße, wie das versteckt ist. Aber ich hab's einfach gefunden. Oh, und Eisenhacke einfach geschenkt? I mean, okay. Warum nicht? Wow, und die wollen, dass ich Spinnennetz baue hier. Warum nehme ich nicht einfach die Kisten einfach so mit und baue sie ab, ohne irgendwie 500.000 Content da rauszunehmen? Nimm einfach alles mit. Verbietet dir niemand. Weil das ist eher, glaube ich, eher Loot. Oh, ein Braustand. Habe ich hier aber schon irgendwo einen verstaut. Ganz brutal einfach mitgenommen. Einfach entführt. So wie im echten Leben. Ganz genau, Freunde. Ihr habt es richtig gehört. Scheiße. Hallo, Hilfe. So, auf solche dummen Sachen können nur mir passieren. Also wirklich. Aber es sieht so aus, als hätten all den Loot hier kommen, den man hier haben kann. Also, let's commit suicide. Hallo. Moment mal, haben wir wirklich alles erhalten? Scheint so. Hallo, ich bin's. Dankeschön. Wow, es ist Nacht. Kein Wunder, dass die Slimes spawnen. Ganz komische Sounds. Und brutale Sounds. Gut, hier haben wir Gold, ein bisschen Eisen. Ein paar dumme Schleimbälle. Ein Fisch. Ein paar Knochen, ein bisschen rohes Kaninchen. Darf ja nie fehlen. Also wir müssen unsere Kisten irgendwann sortieren. Es wird ansonsten ziemlich brutal über die Zeit.
Fackeln lebe ich nicht mehr mit. Eine Eisenhacke. Und ein paar Pfeile. Für den Spaß. Für den Fragezeichenpunkt, Freunde. Hallöchen, Freunde. So. Sie werden jetzt sterben, meine Jungen. Was macht der? Hoyuk, Hoyuk. Der möchte, er möchte sein Gewicht ausführen. Wie so ein richtiger, komischer Mann. Tja, jetzt hast du keinen Vati mehr. Jetzt wirst du sterben. Schade, Marmelade. Er hat nichts gedroppt. Nur ein paar XP. Egal, sind auch gut. Und du bist anscheinend der Nächste. Stirben sie. Schlecht. Du wirst wohl nichts können against me. Was? Lol? Kumpel, stupid. So, wandeln wir all den Scheiß mal in Blöcke um. Dieser Stack sollte eigentlich reichen. Stack sollte reichen. Für viel. Für die ganzen Träume sollte das eigentlich schon reichen. Ansonsten macht das Spiel keinen Sinn mehr. Es reicht wahrscheinlich sogar für weitaus mehr als nur die Räume. So, ich werde hier wahrscheinlich irgendwo weihnachtliche Deko machen, auch wenn Weihnachten schon längst vorbei ist. Aber wisst ihr was, es ist egal. Komplett egal. So, ich muss nur nachdenken, wie ich das jetzt machen will. Ja, ich mach's so. Und zwar so, dass hier eine Fläche entsteht. Hier beginnt dann ein Glas nicht mehr zu existieren. Und hier ist dasselbe. Gut. Sollte eigentlich funktionieren. Jo. Gut, und jetzt nur noch. Oh mein Gott, hier ist. Ich hasse den Schnee. Ich hasse ihn so sehr. So ein Scheiß. Ich hasse ihn auch im echten Leben. Also wirklich, das ist echt so ein. Vor allem, warum war da kein Schnee? Lol. Überall muss es sein, der Schnee. Gut. Und hier machen wir sowas noch. Von mir aus. Jo. Ja, hier müssen wir wohl alles richtig aufbauen noch. Große Blöcke sind hier entstanden, bitte. 1, 2, 3, 4. Au. 1, 2, 3, 4. Dann hier rüber. 1, 2, 3, 4. Au. 1, 2, 3, 4. Aua. Hier rüber. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ha. Jetzt habe ich es ausgebremst. Und jetzt nicht. Jesus Christus, was ist hier passiert? Das 3, 4. Jetzt keine Ahnung, ob das 4 Blöcke sind. Ich glaube schon. 2, 3, 4. Und das sollte eigentlich sogar schon reichen.
Jetzt müssen wir nur noch die Blöcke hier verbinden. Und am Ende müssen wir nur noch ein Dach drüber ziehen. Und ja, das wird wahrscheinlich auch viele Blöcke beanspruchen, aber dafür setze ich mich ein, Freunde. Dafür war... Wow. Dafür bin ich ja die ganze Reise gegangen. Oh Gott, willst du mich eigentlich verarschen? Was mit der Ofenkartoffel? Ist das dein Ernst? Was will er ernsthaft mit der Ofenkartoffel? Will er das wirklich als Axt benutzen? Die Ofenkartoffel ist immer die beste... Ich weiß nicht, warum er das so macht. Es sollte eigentlich funktionieren, so wie ich es plane, aber irgendwie... Ah, die Nintendo Switch Edition, Freunde. Was anderes ist daran gar nicht schuld. Es kann nur die Switch Edition schuld drin sein. Genau, es ist immer die Switch Edition schuld. Vergiss das nie. Oh, und ich glaube, es geht sich entweder gar nicht oder gerade so aus. Mit den Blöcken, die wir haben. Also, erstellen wir mal, ja, weiterhin 4 Stacks an Holz. Und schauen mal, wie lange wir damit auskommen. Ich hoffe, lang genug. Ist ein bisschen dunkel. Ich glaube, wir werden auch dazwischen eine kleine Schlafpause machen müssen. Also im Spiel natürlich. Imagine, man macht Mittagsschlaf. Ja, wenn, mache ich jetzt Abendschlaf. Also. Jesus, dieser Block. Gott. Mann, du willst mich doch verarschen. Wieso will er das so bauen? Na, hä? Ich gehe nach rechts. Wieso funktioniert dieses Feature nicht mehr? Dein fucking Ernst. Genauso sollte es funktionieren. Warum funktionierst du nicht gleich so? Warum geht das so langsam läppisch? Links oder rechts? Wieso gehst du so langsam? Beweg dich halt schneller, nur weil es Schnee ist. Brauchst du dich nicht so bewegen, wie als hättest du vor 30 Minuten einen Schlaganfall gehabt. Ernsthaft, das kannst du einfach nicht bringen. Du bist Steve, nicht Macaroni Zappaloni. Genau so heißt er. Oh Gott. Der will echt damit abfacken. Gott. Ob sich das ausgeht mit dieser Anzahl an Blöcken? Nee, absolut nicht. Das geht sich nicht aus. Oh Gott. Hör auf, das so zu machen. Wenn ich nach rechts sogar gehe. Ich gehe extra für dich nach rechts. Wie die Autokorrektur. Korrektur, ja. Du schreibst ein englisches Wort und dann heißt es direkt... Oh, umgeschrieben. Haha, XD. XDDD. Dumm wie Sau. Komplett unintelligent und so weiter. So. Und ja, gut. Also wir haben sehr viel aufgebraucht. Und müssen nun zurück in unser Reich. Und mir fällt auf, müsste das Sven so machen. Wow, es geht sich gerade aus. So. Schnell. Fast EF. Da kommen wir nach Hause. Los. Wow, what the hell? Wer lauft da auf meinem Dach rum? Welcher Hund?
Hallo, du hässlicher Spaten. Haha. Spaß. Lauf da einfach auf meinem Dach rum. Sag mal, hat der nicht mehr alle Tasten im Schrank? Einfach auf meinem Dach rumlaufen. Jo, hallo. Jo. Komischer Mensch. Ein Affe. So, jetzt müssen wir irgendwie da Fackeln anbringen. Zuerst müssen wir mal den scheiß Schnee hier loswerden. Ich hasse den Winter, Jesus Christus. Aber ich glaube, das ist wohl das Feature dieser Map. Wir haben ein Feature. Ja, wir haben einen Winter. Ein Winterprojekt. Kann ich nicht mehr Deutsch reden? Ich glaube, ich kann nicht mehr Deutsch reden. Haben wir irgendwie eine Schaufel? Irgendwie nur diesen Pfeil, der aussieht wie so eine Axt. Wie so ein Pickaxe. Ich wollte gerade sagen, warum löscht der Spaß das nicht weg? I mean, wenigstens wird das Haus schnell fertig. Aber ich muss da noch eine kleine Baustelle draus machen, wo ich so eine Treppe aufmachen muss. Wie bei so einem echten Haus. Wisst ihr, ich muss ein schönes Dach bauen. So eine Winterhütte. Dach. Ja, ich glaube, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Wahrscheinlich nicht, aber egal. Jedenfalls, das wird ein bisschen Arbeit, diesen scheiß Schnee hier loszuwerden, aber das kann ich dafür, wenn es schneien muss. Dieses Dach dort über uns wird bald auch voll mit Schnee sein und ich hasse es, wie die Pest. Ich wünsche, es gäbe irgend so ein Material, bei dem kein Schnee liegen kann. So schneeabweisendes Material. Tja, schade. Das wird jetzt ein bisschen dauern, aber dann haben wir es endlich und können froh sein. Wir müssen nur dann all die Fenster einbauen hier. Und halt genial sein. Weil es damit ja was zu tun hat. Ich mach's jetzt ein bisschen anders, um ein bisschen Abwechslung hier reinzubringen. Das ist ein bisschen ein sehr langwieriger Prozess. Aber wie kann da hinten zum Beispiel so viel Schnee sich ansammeln? Wie kann das sein, dass ein ganzer Block entsteht? Jesus Christus. For real. Wie? Dann entstehen plötzlich Lawinen und jeder denkt sich, ah, der Winter ist so eine schöne Jahreszeit, meine Lieblingsjahreszeit, Sommer ist zu scheiße. Nein. Könnt ihr einfach von im Sommer von einer random Lawine, weil nur weil ihr hinter einem Schneeberg lebt, einfach ziemlich brutal getötet werden? Nein, könnt ihr nicht. Also, Sommer ist beste Jahreszeit. Obwohl es sehr subjektiv ist, also... Ja, schade ist, dass es subjektiv ist. Echt schade. Ja. Gott. Das dauert echt lang. Also. Ich glaube, ich kann mir das sehr gut vorstellen im echten Leben. Du kommst da so mit der Schneeschaufel her, möchtest ein bisschen dein Haus bauen, baust so eine Etage dazu, aber das Dach ist voll mit Schnee, also statt zu warten, bis es schmilzt, holst du deine Schneeschaufel und versuchst, oder gar deine Hand und nimmst und schlägst auf den Schnee ein. Auf dem Schnee kannst du deine Wut auslassen. Dann hast du echt den Minecraft-Style einfach erlangt. Das waren aber sehr wenige Menschen und außergewöhnliche.
Diese Menschen sind vor allem bekannt dafür, in irgendwelche Häuser zu laufen und aus Truhen irgendwelche wichtige Materialien einfach zu stehlen. I mean, man hat oft von diesen gewissen Minecraftern gehört, die in die Shops eingebrochen sind und ein paar Kohlestücke gestohlen haben. Ein paar Pennies. Daran kann ich mich so gut erinnern. Wie als wäre es gestern gewesen. Tja. War auch nur 3 Sekunden her. Ach Gott, ich hasse es. Es ist so ein Spaß, diesen Schnee loszuwerden. Wer das gemacht hat, der hat sich echt ein Lob verdient. Wieso gibt es einfach keine Schneeschaufel im Spiel? Bei dem man einfach den ganzen Raum instant mit einem Dutz wegfegen kann. Nein, man muss es entweder mit einer Schaufel machen, bei der man die ganze Zeit die Schneebälle erhält, damit man absolut gar nichts anfangen kann. Außer Leute zu mobben. Oder man macht es mit der Hand, wie der klassische Mensch eben, und braucht halt 5000 Jahre, bis man endlich seine Ehre wiederhergestellt hat. Und wir haben es endlich geschafft, Freunde. Wir haben diesen scheiß Schnee entfernt. Und jetzt müssen wir den Raum erhellen. Und hier drüben. Und wo ist noch kein Licht? Ich platziere einfach hier eins. Das sollte ganz reichen. Und hier machen wir auf jeden Fall irgendwas, sobald im nächsten Part vielleicht oder im übernächsten oder gar nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das ein interessanter Part. Obwohl, naja, gut, wir haben irgendwelche Secret-Räume gefunden, die wahrscheinlich niemand anders gefunden hat. Und haben unser Haus fertig gebaut, also nicht fertig gebaut, aber weitergebaut. Unsere süßen Katzen. Ja, das war ein schöner Part. Danke fürs Zusehen, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao mit Au.